das erste Spiel kündige ich jetzt schon mal, das wären die Wild Hawks Berlin gegen die Black Sheeps Berlin. Hab mitgekriegt, dass die Wild Hawks viel trainiert haben über den Winter. Ein neuer Haufen, so wie ich mitbekommen habe, haben derzeit immer in Pankow trainiert, in der Paint Galaxy. Jeden Mittwoch, glaube ich, haben sie mal trainiert. Konnte man sich anschließen, wer möchte, wer Bock hatte drauf. Bin mal gespannt, was das Wintertraining, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Uhr? Müsste eigentlich gleich losgehen. Theoretisch. Ihr kennt das aber im Paintball. Man kommt erstmal an, sagt ja Gott und die Welt hallo und dann redet man miteinander und ach, was hast du die Woche so gemacht und ach, weißt du noch letztes Jahr und hier und da und das zieht sich immer alles ein bisschen. Aber dafür lieben wir es ja. Immer die gleichen Gesichter zu sehen. Den einen mehr, den anderen weniger. So, 50 haben wir geknackt, sehr gut, weitermachen. Masken auf, so, die Marshalls sind bereit. Ja, die Marshalls setzen sich die Masken auf, das heißt, jetzt geht's endlich los. Erstes Spiel White Hawks Berlin gegen die Black Sheeps Berlin. Dann schauen wir mal. Und da kommt doch einer entgegen. Ja, genau. Der Hackbär. Einen wunderschönen guten Morgen, der Herr. Morgen. Sehr schön. So, einkommen. Wassersystem funktioniert auch einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne und dann kann es ein perfekter Tag werden. So, ich werde mein bestmögliches Morgen, André, ich werde mein bestmögliches geben, alles in den Überblick zu halten hier. Von den unteren Turmen. Gib mein Bestes. Dann werden wir mal sehen. Erster Ball der Landesliga, an welcher Punkt wird gegeben hier? Wer macht ihn? Black Sheeps kenne ich auch schon ewig. Also, wo ich 2011 angefangen habe, haben sie schon Landesliga gespielt gehabt. Und jedes Jahr aufs Neue haben sie auch im Roster nicht großartig geändert. Also mir ist jedenfalls nicht aufgefallen. Sind immer die gleichen Gesichter auf dem Feld. Immer lustig zuzugucken. Und immer eine sehr sympathische Truppe auf jeden Fall. So, Wild Hawks, wie gesagt, gucken, ob sich das Training gelohnt hat hier. So, 10 läuft an. Links die Black Sheeps, rechts die Wild Hawks von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Und los geht's. Das W wurde besetzt von den Black Sheeps. Alle Pfeife live bei den Black Sheeps. Auch bei den Wild Hawks, alle Pfeife live. G1 bei den Black Sheeps. Snake Corner ist rausgefallen.
Gute Kommunikation von den Wild Hawks, die hörst du bis hierher. Das Weh ist immer noch besetzt von den Black Sheeps. T-Pack 1 ist besetzt, das ist ja doppelseitig, ist ja jetzt auch die Snake, aber ich stand immer noch auf T-Pack-Seite. T-Pack 1 ist geladen sozusagen. Ach Quatsch, ja okay, mein Fehler, alles gut. Snake 1 ist beladen von den Wild Hawks. G1 bei den Wild Hawks. Center-Spieler ist weg. Das W ist raus bei den Black Sheeps, das heißt G2 bei den Black Sheeps. Jetzt machen Whitehawks Druck über die Snake-Seite. G2 bei den Whitehawks, da wollte er zu viel. Snake 2 und 1 ist beladen von den Whitehawks, jetzt können sie Druck machen. Black Sheeps haben es cross aufgebaut, läuft auch ganz gut. Blocken weiter die Seite runter. Schöne Ansage von beiden Teams. Und Jeef, das war nur ein Bouncer, der Herr Glück gehabt im Meier. T-Pack 2 ist raus, G3 bei den Wild Hawks. Snake 1. Ist der Spieler von den Wild Hawks allein? Ja, scheint als ob der Wild Hawks Spieler in der Snake noch alleine ist. Geht weiter in die Snake 2. Ist raus. Ist raus? Ja, ist raus. Der Punkt geht an die Black Sheeps. Berlin. Schade von den Wild Hawks, da wollten wir auf der Snake-Seite zu viel. Aber schön solide runtergespielt von den Black Sheeps. Als nächstes haben wir Ballbreakers Berlin 2 gegen Los Canales. Los Canales auch wieder schön zu sehen, dass sie was machen. Egal in welcher Liga, jetzt ist Landesliga völlig egal. Hauptsache die spielen. Auch ein sehr sympathischer Haufen. Der Panzer von den Los Canales baut jetzt ein Feld bei Helene am Helene. Der Panzer von den Los Canales baut am Helenesee sein eigenes Paintballfeld. Da sind sie immer fleißig dabei, das zu bebauen und jedes Wochenende draußen. Also das ist echt, die geben da richtig Vollgas. Das wird bestimmt ein schönes Feld, vor allem am See. Erst ballern und dann zum See, das würde sich ja alles anbieten im Sommer. Ja. So, die Teams betreten das Feld. So, Los Canales von links, die Ballbreakers von rechts. Ich glaube, Los Canales spielt ihren alten Stiefel runter. Die machen das ja schon ein paar Jährchen zusammen. Für Ballbreakers geht es da um einiges mehr. Die haben sich auch wieder im Winter den Hintern aufgerissen, um ordentlich zu trainieren. Haben gute Trainer an ihrer Seite. Trainieren meistens in Spandau. Jeden Freitag. Sind immer fleißig dabei an Skills. Auch jetzt im Sommer immer noch fleißig dabei am Trainieren. Ich denke mal, das wird sich hoffentlich bemerkbar machen. Auch für die. Dann werden wir mal sehen, ob das Training gefruchtet hat. Thank you.
So, 10. Das Kanal startet nur zu viert? Nee, doch nicht, alles klar, alles gut, nicht von mir. So, das W wurde besetzt von den Ballbreakers. G1 bei Los Canales. Wird gleich nachbesetzt von Monk. Ist live angekommen. Yep. Snake 2 beladen von den Ballbreakers. Die machen hier ordentlich Druck auf der Seite. G2 bei Los Canales. G3 bei Los Canales. Nur noch zwei Leute im Spiel. Jetzt alles offen. G4 bei Los Canales. Nur noch der Center drinnen bei Los Canales. Jetzt können sie den Sack zumachen. Und G5. Das war's. Solider Punkt von den Ballbreakers. Top Nummer, Jungs. Schön gemacht. Sogar alle Pfeife live, wenn ich mich nicht irre. Ja, scheint so. Super. Ja, ich check noch die Spieler. Aber scheint alle clean zu sein. Sehr schön, schön erster Punkt von den Ballbreakers. Schönes Ding, schönes Ding. Sehr schön. Als nächstes die Black Wolves Berlin gegen Kraftstoff Berlin. Ich glaube, zu Kraftstoff brauche ich nicht viel sagen. Die sollte jeder kennen. Gucken, was sie heute wieder auf dem Kalender haben. Ich musste gleich her, Mausi. Komm gleich zu dir. Komm gleich zu dir. Ist die Kamera auf dich? Ja. Yep. Ist sie. Brauchst du nicht. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und Kraftstoff betritt das Feld. Wo ist. Ist denn, und Pino? Pino ist auch da. Ja, da ist er doch. Ich sehe ihn doch. Dann ist er doch. Ja, aber der Pino kann ja nicht spielen. Achso, der Pino kann nicht spielen. Das hast du gesagt. Ja, stimmt. Der mit der Perücke ist Lenore. Gut, okay. Ist der Neue. Der Neue? Oh, der Neue. Oh. Sein Tribut also. So, die Hymne. Gönnt sie euch. Herr André, ist nicht nur eine. Bis nachher, Schatzi. Ist nicht nur eine Carnivore, André, die Kraftstoffjungs haben. Sind, glaube ich, 2 bis 3 Carnivores dabei. Die laufen immer noch. Also Bob hat auf jeden Fall einer. Damit schießt er auch, hat er letztes Jahr den Season Ending Cup geschossen. Läuft einfach, läuft. Schöne Nostalgie, mit aufs Feld gepackt. Schönes Ding. So, Kraftstoff von links, Black Wolf von rechts. 10 werden gleich angesagt. Warum das nicht, André? Warum das nicht? Wenn sie funktioniert, ist doch super. Sind wir wahrscheinlich alle neidisch auf deine Kani. So, 10 Sekunden, auf geht's. Bin mal gespannt.
was sich Kraftstoff jetzt hier so einfallen lässt. Hallo Pfeife Live, der Bobby im W drinne. G1 bei Kraftstoff. Spieler lässt sich checken, ist alive. Bobby die Rakete im W. G1 bei Wolves. Snake Side ist nicht beladen von den Wolves. Doch, Snake 2 ist raus. G2 bei den Wolves. Kraftstoff macht Druck über die T-Pack-Seite. Das W ist gefallen bei Kraftstoff. Und raus. G3, G4, schade. Schade, schade. Home Run. Schade, Jungs. Aber nicht so schlimm. Da muss Kraftstoff noch ein bisschen. Guten Morgen, Jörg. Moin, moin. Da muss Kraftstoff noch ein bisschen Kraftstoff zu sich nehmen und dann sieht das nachher wieder alles anders aus. Die Mühe brauchen erstmal ihr Limit und dann gibt's Abriss hier. Jörg, was los hier? Um die Zeit schon wach oder was? Was ist da los? Hübsche. Moin! Ja, solider Pull von den Black Wolves. Hut ab, Jungs. Als nächstes Quantum Berlin gegen Ribes 4. Auch alte Gesichter bei Rivers dabei. Vor allen Dingen Kenneth, wie ich ihn vorhin gesehen habe. Mit dem habe ich damals bei Rivers angefangen. Ja, stimmt, ja. Das kann ich mir vorstellen. Der Kleine macht bestimmt immer gut Murks. Ja, mal gucken, wie sich Rivers hier verkauft. Kenneth müsste eigentlich noch wissen, wie das funktioniert, so mit Laufen und Schießen. Ja, auch der. Also Hut ab vor die Leute, die bei so einem Wetter mit dunklem Glas spielen. Habt ihr wohl zu empfindliche Augen für. Ich sehe da aber nicht so allzu viel durch. So. Ach nein, die Mandy. Die Frau von den Konstantin spielt also dieses Jahr Landesliga. Freut mich, dass jetzt auch wieder mal ein paar Bälle rüberjagt. Sehr schön. Man kann damit nicht aufhören. So, mach vielleicht ein, zwei Jahre Pause und dann sagt man, ja, okay, komm. In der Landesliga oder was auch immer. Man kann nicht komplett aufhören mit dem Sport, das funktioniert einfach nicht. Viele Leute hier sehen, die jedes Jahr aufs Neue gesagt haben, ja, ich höre auf, sind immer wieder zurückgekommen. Einfach der Freundeskreis so groß ist. So, 10 Sekunden, links Rivers, rechts Quantum. Dann wollen wir mal sehen, was losgeht hier. So. Das W ist besetzt von Quantum. Bei Rivers alle Pfeife live, sobald ich es sehen kann. Yep, alle Pfeife live. Genau, Andrea. Ist das nicht sogar der Benny? Da müssen wir nachher mal in der Pause nachfragen, was da los ist. Oh, schade. Der Move war schade. G1 auf Rivers Seite. Snake 2 WLAN von Quantum. Also wird bis jetzt immer mehr Druck auf die Snake-Seite gemacht. Weiter Move von Rivers ins T-Pack 2. Ist raus. G2 bei Rivers. Snake 1 geladen bei Rivers. Das Maya auf der T-Pack-Seite. G3. G4 bei Rivers. Schade. Nur noch das Maya auf der T-Pack-Seite. Der Kenneth himself.
Hat auch nur noch einen Pot. Das war der letzte. Mal gucken, wer sich jetzt schlägt. Leider fast im Arsch umgelaufen, aber alles gut, safe angekommen. Schön das Feld breit gemacht. Quantum zieht nach. Und schade, das war's. Die 5 bei Rivers. Quantum holt den Punkt. Mit Drop 3 alive. 3 or 4 alive. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 alive. Bei Quantum. Einen wunderschönen guten Morgen an die Zuschauer, die jetzt frisch eingeschaltet haben. Wir sind schon bei 75 Zuschauern. Sehr schön, immer weitermachen, teilen, 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 gucken, gucken, gucken. So, nächste Begegnung wäre ein roter Baron Felken gegen die Cottbusser Wölfe. Also ich glaube, mit der Sonne, das wird halt nichts mehr. Ich glaube, das wird halt nichts mehr. Leider. Nochmal ein Hinweis auf das Gewinnspiel von Paintball TV. Seite liken, Link teilen von der dritten Bundesliga und wenn ihr die meisten Comments oder Likes auf euren Link bekommt, kriegt ihr ein Paintball TV Merchandise Paket. Sehr zu empfehlen. Viele schöne Sachen damit bestimmt mit drin. Also immer schön fleißig Social Media Arbeit betreiben. Moin Robert. Schön gemacht, Jungs. Weiter so, weiter so. Juti, alles klar. Anweise von Regie ist schon mal das Paket. Was haben wir hier Schönes drin? Wir haben eine ganze Menge. Wir haben unter anderem Headbands, Straps, Laufschönmacher, Paintball Kondome oder Läufe, wie auch immer. Ja, also schöne Headbands, Stuff vom Feinsten, von Maskenfetischisten in Arbeit mit Paintball TV. Also es lohnt sich, Jungs, es lohnt sich wirklich. Und unterstützt somit natürlich auch den Thomas mit seiner guten Arbeit. Ne? Also 10 Sekunden, links Roter Baron, rechts Cottbusser Wölfe, auf geht's. So, Snake 1 beladen von Roter Baron, Doppel-W besetzt. Jetzt bin ich gespannt. Wird es ein Trade? W ist immer super Aktion. Als Zuschauer, beide sind, wenn man weiß, beide Seiten sind besetzt. Wer holt sich den, wer casht sich in? G1, die Snake ist raus bei Roter Baron. So, was ist jetzt da los? G2 bei Roter Baron. Das Cottbusser Wölfe Trio hat hier das W geschossen. Schöner Trade. G3 bei Roter Baron. Jetzt könnt ihr die Snake-Seite durchpushen, weil alle Kanonen sich auch nur auf die T-Pack-Seite befinden. Yep. Und jetzt könnt ihr durchmarschieren, Jungs. Auf Attacke. Jetzt wurde gewechselt. G4 bei Roter Baron. Nur noch der T-Pack Corner geladen. Und das war's. Solider Punkt von den Cottbusser Wölfen. Jungs, ihr habt alles. Ey, ist schon fertig, Jungs. Langsam mal wieder. Hey.
Players clean. Der Punkt geht an die Cottbusser Wölfe. Nächste Begegnung. Colorful Berlin gegen die Wildhawks Berlin. Wildhawks haben wahrscheinlich aus der ersten Begegnung ein bisschen was dazu gelernt. Die werden es jetzt auf jeden Fall anders machen. So die Theorie. Warte, ich habe die Teams verwechselt? Was? Nee. Habe ich? Dann Schande über mein Haupt. Stimmt, du hast recht. Tut mir leid, André. Danke für die Aufmerksamkeit. Das ist natürlich andersrum, ne? Dann haben die Roter Baron jetzt hier den Punkt geholt und Cottbusser Wölfe. Cottbusser Wölfe haben dann verloren. Oh, mysteriös, mysteriös. Dankeschön, André. Danke, danke. So. Was sind das für Jerseys? Sehen aus wie Hemden. Ist ja abgefahren. Sind das Hemden? Sieht aus wie ein Hemd. Guck mal, was anderes. So, Whitehawks von links. Rechts, Colorful Berlin. Ich gib's. Holzfäller, genau, Holzfäller, danke. Das ist natürlich abgefahren. Ja, also ich muss sagen, im Gegensatz zum letzten Mal, Bezirksliga, war nicht so viel Zuschauer hier, was eigentlich schade ist. Aber heute ist hier richtig was los. Auf dem Feld. Also sehr viele Zuschauer. Auf jeden Fall dabei. Gut, okay, die meisten Teams bringen natürlich auch ihre Mädels mit und Kinder. Ne? Aber heute ist auf jeden Fall richtig was los hier. Parkplatz auch rammelvoll. Aber umso besser. Ne? Je mehr Leute, desto besser ist es. So, 10 Sekunden. Colorful von rechts. Wildhawks von links. Auf geht's. Snake 1 geladen von den Wildhawks. G1 bei den Wildhawks. Colorful geht auch mehr zur Snake-Seite. T-Pack Corners geladen von den Colorful-Jungs. T-Pack 3. T-Pack 50 hier fast schon. Bei den Colorful-Jungs. Ich glaube, alle 5 live noch. Bei Colorful. Wildhawks, bis ich sehe nur noch 2. 3. Reicht wieder von Wildhawks. Schönes Ding. T-Pack. Das T-Pack geschossen. Schöne Aktion hier von den Colorful-Jungs. So weit vorne im T-Pack. Probiert jetzt noch. Kriegt er die Snake? Müsste theoretisch noch die Snake schießen. Na, schade, hat er nicht getroffen. Jetzt musste aber die Snake-Seite Druck machen von den Colorful-Jungs. T-Pack Corner-Knarre hat sich runtergerammt. So, los, kommt. Moven, Jungs, moven! Trotzdem weiterhin schöne Ansagen von beiden Teams. Kommunikation steht auf jeden Fall. Jetzt muss die Snake-Seite von Colorful jetzt aber ein bisschen Action machen, ja. So, das war's. Der T-Pack Corner ist raus von den Wildhawks. Ist nur noch die Snake 1 geladen. So, also schöne Aktion von dem Colorful-Spieler hier im T-Pack. Der hat ordentliche Arbeit geleistet. So, Ansage kam. Nur noch Snake 1, aber es bewegt sich nichts. Doch, jetzt. So. Los, drücken und weiter. Ja, doch nicht. Er ist von der... Ah, nee, tut mir leid. Also, die Wildhawks sind noch zu zweit. Und zwar der Backplayer und der Snake-Frontspieler sind noch da. Snake 1 geladen und wir nennen es das Door auf unserer Seite. Ist geladen. Also kam
falsche Ansage von den Spielern im T-Pack. So, Snake 1 und 4. Nicht schlecht. Da drehen die das, wirklich noch, ja? Ich glaube G4. G4 bei den Colorful Jungs. Ja, das war's. G5. Da haben die echt den Punkt runtergespielt. Schönes Ding. Schön solide runtergespielt. Dafür gibt's einen Hut ab. Schön. Sehr schön gemacht. Okay, Player sind auf jeden Fall clean. Da war ja nicht viel. Ja, beide Player clean, wie es aussieht. Der Aki nimmt das immer sehr genauer da. Da kann das Check noch mal fast eine Minute dauern, aber die Marshalls machen einen guten Job hier. Bis jetzt kamen noch keine heftigen Beschwerden hier fürs Marshalling hier in Garzau. Soweit ich mitbekommen habe, kann mich dazu noch nicht viel äußern. Aber was ich gehört habe, lief das einmal als sehr solide ab hier.